Hallo liebe Freunde des Rechts, liebe Twitter-Blase. Dieser Tweet hat für einige Aufmerksamkeit gesorgt. 3700 gefällt mir und ganz, ganz viele Fragen stellen. Barbara Domke ist Kommunalpolitikerin in Chemnitz und schreibt, ein rechtsextremer Kampfsportler hat mich vor das Landgericht gezerrt, weil ich einen Zeitartikel geteilt habe. Jetzt kam das Urteil, er hat gewonnen. Neueste Masche von Rechtsextremen. Hat jemand eine Ahnung, was man so als Sozialarbeiterin verdient? Und auf diesen Tweet hin kommt ganz viel Solidarität, aber auch ganz viele Fragezeichen, nämlich wie kann es sein, dass man fürs Teilen eines Artikels verurteilt wird? Was ist da wirklich passiert? Und ich wurde mehrfach da drin getaggt und Frau Domke hat mir den Artikel zugeschickt, nicht den Artikel, sondern auch die gesamte Akte, die Klageschrift und das Urteil, was daraufhin ergangen ist. Und ich habe das mal analysiert und versuche ein wenig hier zu erklären, was da passiert ist und was man vielleicht auch daraus lernen kann. Also, Barbara Domke hat einen Artikel geteilt, und zwar mittelbar, indem sie einen Beitrag von AfD Watch Brandenburg geteilt hat auf Facebook. Sie hat dabei kommentiert beim Teilen, bitte lesen. Der Beitrag von diesem anderen Facebook-Account enthielt einen Link auf einen Artikel der Zeit und den Volltext dieses Artikels. Und das ist insofern wichtig, weil das Teilen eines Links führt dazu, dass natürlich der Link ins Leere geht, wenn der Artikel gelöscht wird, zum Beispiel von der Zeit. Wenn man allerdings natürlich den ganzen Text auch rauskopiert, was vielleicht auch eine Urheberrechtsverletzung sein kann, dann ist der natürlich statisch. Und selbst wenn die Zeit zum Beispiel, weil sie verurteilt wurde in zweiter Instanz, diesen Artikel rausnimmt oder berichtigt, dann bleibt natürlich dieser Beitrag bestehen. Und Barbara Domke hat also diesen Beitrag geteilt und jetzt kann man sich die Frage stellen, haftet man dafür? Das ist die materielle Frage, um die es hier geht und die durchaus überraschend ist, weil wir kommen zum Ergebnis, dass ja, wahrscheinlich man für solche Sachen tatsächlich haftet für diese Inhalte. Zum Verfahren selbst sollte man vielleicht Folgendes wissen. Hier ist kein Justizskandal in Sachsen passiert, sondern hier ist ein Anerkenntnisurteil ergangen, weil Barbara Domke durch ihren Anwalt ein Anerkenntnis abgegeben hat. Und deswegen ergeht natürlich ein Anerkenntnisurteil, wo überhaupt keine rechtliche Prüfung mehr stattfindet. Also das Gericht konnte gar nicht anders entscheiden, als nach den Anträgen der Klageschrift stattzugeben und zu verurteilen zu einer Unterlassung und zur Erstattung von außergerichtlichen Abmahnkosten. In der Urteilsbegründung findet man ein paar Ausführungen dafür, ob der Fall des 93 ZBO gegeben ist, also ob das rechtzeitige Anerkenntnis ausnahmsweise dazu führt, dass die Kostentragungspflicht beim Kläger, also bei dem Kampfsportler, liegen sollte. Aber da sagt das Gericht, das war zu spät, das Anerkenntnis. Das müsste man dann unmittelbar machen, nachdem man keine Ursache gesetzt hat für die Klageerhebung. Typisches Beispiel dazu wäre, also jemand wird auf Zahlung verklagt, nachdem aber vorher keine Mahnung ergangen war. Und dann erkennt der sofort an und sagt, hey, wieso hast du mir nicht eine Mahnung geschickt? Dann hätte ich ja sofort gezahlt. Hier hat zwar Frau Domke den Artikel sofort rausgenommen, aber keine Unterlassungserklärung abgegeben. Und damit ist der Unterlassungsanspruch nicht aus der Welt geschaffen. Das führt also dazu, dass hier keine Sachentscheidung getroffen wurde, außer über die Kosten. Und die Kosten wurden Frau Domke, die anerkannt hatte, auferlegt. Und die hat sie auch richtig im weiteren Verlauf dieses Threads aufgelistet, wie viel das ist, weil sie in dieser Höhe tatsächlich um Spenden gebeten hat und ich glaube mittlerweile schon fast in voller Höhe erhalten hat. Schauen wir uns aber die materielle rechtliche Lage einmal genauer an. Und die ist ein wenig überraschend und deswegen mache ich hier dieses Video. Es geht ja so schnell, dass man einen Inhalt retweetet oder zitiert oder teilt in Facebook. Man hat einen fremden Inhalt und möchte im Grunde genommen ihn nur in seiner eigenen Timeline oder anderen Leuten verfügbar machen. Und ob man jetzt für ein solches Verhalten haftet oder nicht, hängt ein wenig davon ab, welches Rechtsgut betroffen ist. Und das macht die Sache jetzt ein bisschen kompliziert, denn das Teilen führt jetzt normalerweise nicht zu einer zusätzlichen Öffentlichkeit. Wenn wir davon ausgehen, dass der vorherige Beitrag auch schon öffentlich war, dann führt das Teilen nicht zu einer neuen Veröffentlichung. Es kann zwar dazu führen, dass mehr Leute ihn sehen, insbesondere wenn man mehr Follower, Abonnenten, Freunde hat, als der ursprüngliche User. Also auf jeden Fall führt es zu einer Erweiterung der Sichtbarkeit, aber eben nicht zu einer neuen Sichtbarkeit im Sinne einer Berechtigung. Und so sagen einige Literaturmeinungen oder auch Rechtsprechungen, dass urheberrechtlich das keine Bedeutung hat. Man hat also damit keine zusätzliche Verbreitungshandlung. Allerdings im Äußerungsrecht und wenn es um Persönlichkeitsrechtsverletzungen geht, da sagt die Rechtsprechung und Literatur, und ich muss dazu sagen, das ist nicht die höchstrichterliche Rechtsprechung, diese ist noch nicht gefestigt. Aber die Instanzrechtsprechung neigt dazu zu sagen, wenn ich einen fremden Inhalt
weitergebe, teile, retweete und ihn mir dabei zu eigen mache, dann hafte ich auch für den Inhalt. Und dieses Zu-Eigen-Machen, das ist unterschiedlich gesehen worden. Manche sagen, das Zu-Eigen-Machen liegt nur dann vor, wenn ich etwas Zustimmendes dazu schreibe. Andere sagen, es liegt immer vor, es sei denn, ich distanziere mich ausdrücklich davon. Also an der Stelle hat man noch keine ganz so klare Linie. In diesem Fall hat Barbara Dunke gesagt, bitte lest das, oder so ähnlich im Wortlaut, also eine Aufforderung, es zu lesen. Ob das jetzt ein Zu-Eigen-Machen ist oder nicht, darüber könnte man tatsächlich streiten. Und das ist der Punkt, wo man sagen kann, Frau Dumke hatte den Prozess nicht unbedingt von vornherein verloren. Sie hätte es auch darauf ankommen lassen können, in die mündliche Verhandlung zu gehen und zu argumentieren und diese Grundsatzfrage durch die Instanzen zu treiben. Ihre Erfolgsaussichten waren aber eher unterdurchschnittlich. Ob einem das gefällt oder nicht, es ist so, dass die derzeitige Instanzrechtsprechung bei Retweets und bei Zitieren, also wenn man hier auf Twitter nicht nur Retweet, sondern auch noch was dazu schreibt, dann kommt da schnell ein Zu-Eigen-Machen heraus und damit eben eine Haftung für das, was in diesem Artikel steht. Und selbst wenn der Artikel erkennbar fremder Inhalt ist, in diesem Fall also von einer Zeit von Journalisten, die normalerweise sorgfältig recherchieren oder auch nicht, je nachdem, wie man das sieht, dann reicht das nicht aus. Man kann sich nicht darauf verlassen, beziehungsweise man hat halt die Haftung dafür. Da kam die interessante Frage auf, ob jetzt die Zeit dafür haftet, dass durch Fehler in der Recherche andere Leute zu Schaden kommen. Das ist eine interessante Fragestellung. Sicherlich nicht gegenüber Social-Media-Nutzer, die nicht in einem Vertragsverhältnis zur Zeitung stehen, die sie nicht abonniert haben und die womöglich aus einer zweiten Hand diese Inhalte weitergegeben haben, insbesondere weil sie den Text rauskopiert und neu hochgeladen haben. Wir haben diese Masche, wenn man so will, schon häufiger gesehen. Und das ist jetzt nichts, was nur Linke oder Rechte machen. Das ist eigentlich egal, was sozusagen die politische Motivation dahinter ist. Also wir haben Mandanten, die sich gegen Verleumdungen von rechts wehren. Aber es gibt eben auch Rechte oder Konservative oder freundliche, unfreundliche, wie auch immer, gesonnene Menschen, die sich natürlich gegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen wären. Und ich habe das jetzt in diesem Fall nicht näher überprüft, ob das so war, ob da jetzt was Falsches gesagt wurde. Ich will jetzt in diesem Fall auch nicht absichtlich den Streisand-Effekt auslösen und jetzt die Person erkennbar machen, die da geklagt hat. Darauf kommt es in diesem Fall nicht an. Wir haben es schon öfter erlebt, dass zum Beispiel Recherchenetzwerke auf Twitter zum Beispiel Sachen geteilt haben, wer mit wem wie vernetzt ist. Und die Leute, die es dann retweetet haben, die haben dann die Abmahnungen bekommen, weil der Original-Account anonym war und nicht zu kriegen war. Und deswegen ist es wichtig, bei solchen Sachen ein wenig vorsichtig zu sein. Vorsichtig zu sein, weil man möglicherweise nicht genau abschätzen kann, ob die Informationen, die da drin sind, auch belegbar sind. Denn die Beweislastregeln bei Äußerungsdelikten 186, 187 StGB lautet nach wie vor, dass man, wenn man etwas verbreitet, was den anderen verächtlich zu machen geeignet ist, sich dann strafbar macht, wenn man nicht den Beweis dafür erbringen kann. Es mag also wahr sein, aber wenn man es nicht beweisen kann, wenn man nicht die Rechercheergebnisse selbst hat, dann läuft man in diese Strafbarkeitsfalle. Und das ist eben ein Ausfluss von dem Persönlichkeitsrecht, wie wir es im Grundgesetz eben verankert haben, wo man natürlich dazu sagen sollte, dieses Gesetz ist von 1870, also dieser Mechanismus, dass bei einer üblen Nachrede oder Verleumdung der Äußernde den Beweis erbringen muss, also somit eine Beweislastumkehr. Das ist ein ziemlich alter Mechanismus, der eben zu einem ziemlich starken Persönlichkeitsrechtsschutz führt. Insofern, Barbara Dumke hat in ihrer Sammlung auch etwas mehr dazu geschrieben und die Gebührenberechnung ist auch plausibel, also diese Kosten sind tatsächlich entstanden. Sie hat den Prozess auf eine günstige Weise wohl beendet durch das Anerkenntnis. Noch billiger wäre es natürlich gewesen, man hätte den Prozess geführt und gewonnen, aber es sind hier keine unnötigen Kosten entstanden, außer, und das muss man natürlich dazu sagen, hätte sie gleich die Abmahnung berücksichtigt und eine Unterlassungserklärung abgegeben, dann wäre es billiger gewesen. Deswegen sollte man Abmahnungen nicht in Briefpapier werfen. Auch die Einlassung ist nicht angekommen, war kein Einschreiben, ist nicht so besonders hilfreich. In dem Moment, wo es in den Briefkasten reingeht,
ist es im Verfügungsbereich. Und selbst wenn es nicht ankommt, weil es nicht einmal ein Einwurf einschreiben war, so hat man trotzdem das Risiko, dass zusätzliche Kosten zum Beispiel für eine einstweilige Verfügung damit entstehen. Und so wird die Sache immer teurer. Hier wurde ein Gegenstandswert von 10.000 Euro angesetzt. Das ist normal. Gegenstandswert ist nicht das, was man bezahlen muss, sondern das ist der Betrag, aus dem die Gebühren berechnet werden. Und da kommen bei so einem Verfahren durchaus mal so 2.000 Euro plus Auslagen, Spesen und so weiter zustande. Ich hoffe, das hilft ein klein bisschen zu diesem Fall und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund.